Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit dem Vergleich zwischen dem iPhone 5 und dem Samsung Galaxy S4. Nach dem gigantischen Erfolg meines letzten Vergleichsvideos zwischen dem Samsung Galaxy S3 und dem iPhone 5 und diesen super netten Kommentaren von den ganzen Android-Fanboys war ich so motiviert, nochmal ein neues Video zu machen, und das kommt jetzt. Was ich gleich mal am Anfang sagen kann, das wird kein langweiliger, ich leg zwei Smartphones nebeneinander und schaue, welcher Browser sich schneller öffnet, Test, sondern es soll ein Test werden, wo ich die grundlegenden Fakten, die allgemein bekannt sind, vergleiche und euch, wenn ihr euch bald ein neues Smartphone zulegen wollt, einfach eine Grundlage bietet bei der Entscheidung. Ja, gleich mal am Anfang, wir sind hier auf einem interaktiven Format, nämlich YouTube. Schreibt 5-mal in die Kommentare, wenn ihr sagt, das iPhone 5 ist besser, schreibt also 5 Kommentare mit iPhone 5 unten rein. Und wenn ihr sagt, das Samsung Galaxy S4 ist besser als das iPhone 5, schreibt 5 Kommentare mit Samsung Galaxy S4. Das wäre gleich mal der Anfang und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Vergleich. Wie den letzten Test möchte ich auch diesen Test in die einzelnen Kategorien einteilen, die ich dann einzeln abhalte. Deswegen fangen wir gleich mal an mit Design und Verarbeitung. Und da muss ich wie beim letzten Test einfach sagen, dass da Apple noch mit ihrem iPhone knapp vorne ist. Denn Apple hat einfach das klassische iPhone-Design, was einfach überall bekannt ist und noch viele auch inspiriert bei ihren eigenen Smartphones. Und da muss Samsung auch noch nachziehen. Es hat einfach sich vom Samsung Galaxy S3 zum Samsung Galaxy S4 nicht viel geändert. Trotzdem muss man sagen, im Endeffekt ist es einfach Geschmackssache, was einem besser gefällt, mit was man besser zurechtkommt. Zur Verarbeitung, Apple verwendet immer noch Glas und jetzt auch Alu auf der Rückseite. Also das Problem, dass die Rückseite immer so schnell gesprungen ist, ist nun auch nicht mal da. Und Samsung verwendet da leider immer noch grundlegend Plastik für ihre Sachen. Da muss dringend noch aufgeholt werden, denn HTC hat es vorgemacht, es geht auch ohne Plastik. Darüber hinaus ist das iPhone immer noch leichter und auch dünner, was man sich beim Bedienen sehr, sehr schnell merkt. Kommen wir zum zweiten Punkt, der für einige auch sehr wichtig ist, nämlich die Hardware und das Innenleben. Ja, Apple verbaut ein etwas kleineres Display als Samsung, nämlich 4 Zoll. Das Samsung Galaxy S4 hat ein 5 Zoll Display, was schon ganz schön groß ist, und eine Auflösung von Full HD, was auch größer ist als vom iPhone. Außerdem hat das Samsung einen einiges größeren Akku, und da muss ich sagen, da hat Apple wieder mal einen Minuspunkt, denn der Akku beim iPhone ist schon noch einiges kleiner als beim Samsung Galaxy S4. Außerdem verbaut Samsung 2 GB Arbeitsspeicher, wo Apple nur 1 GB Arbeitsspeicher verbaut. Und Samsung verbaut gigantische 8x1,6 GHz im Prozessor, wo Apple nur 2x1,3 GHz verbaut. Das heißt, theoretisch ist wirklich das Samsung Galaxy S4 um Weiten schneller als das iPhone. Im Endeffekt sind sie recht leicht, da einfach das Betriebssystem bei Apple viel mehr zusammenarbeitet mit der Hardware und das her meistens sogar gleich schnell bis schneller als das Samsung Galaxy S4 ist. Aber von der Theorie ist auf jeden Fall Samsung vorne. Kommen wir nun zum dritten großen Thema und meiner Meinung nach zum spannendsten Thema, nämlich dem Betriebssystem. Auf dem iPhone läuft iOS und auf dem Samsung Galaxy S4 läuft Android. Und was genau besser ist, kann man sehr, sehr schwer nur sagen. Um es kurz zu machen, das iPhone bzw. iOS ist eher das schnelle, einfache und stabile und sichere Betriebssystem. Das heißt, alles wird von Apple kontrolliert. Ihr habt eher weniger, simple Optionen nur und es funktioniert alles recht stabil. Android dagegen ist ein recht offenes Betriebssystem, was für alles offen ist. Das heißt, ihr könnt alle Apps installieren, ihr habt keine Begrenzung, ihr habt 100.000 Optionen, die ihr einstellen könnt. Dafür ist es halt anfälliger für verschiedene Viren oder verschiedene Schadwaren. Außerdem sind die ganzen Gerüchte, dass Android irgendwie laggy ist, schon lange vorbei. Das war vor ein paar Jahren vielleicht mal. Mittlerweile hat der Android aufgeholt, besonders auch bei den Apps. Also sie haben jetzt ziemlich am gleichen Niveau. Sogar Android hat ein paar Apps mehr. Dafür muss man sagen, dass viele Apps auch chinesisch, also aus China sind im Play Store. Also im Endeffekt sind es recht gleich viele Apps. Also im Endeffekt kann man sagen, beide Betriebssysteme sind auf dem gleichen Level. Man muss einfach sich anschauen, mit was man besser zurechtkommt und was man mehr mag und was man mehr bevorzugt. Nun zu meinem Fazit. Wie am Anfang erwähnt, ein besseres Smartphone gibt es nicht. Beide haben ihre Vorteile, beide haben ihre Nachteile. Ihr müsst euch einfach aussuchen, was euch mehr anspricht, mit was ihr besser zurechtkommt. Und mein ganz, ganz großer Tipp ist, schaut euch die Geräte selbst an, probiert sie aus, ob sie jetzt in den Laden reingeht und da ausprobiert oder bei Freunden, probiert das Gerät aus, probiert einfach aus, mit was ihr besser zurechtkommt. Man kann einfach insgesamt sagen, iPhone hat seine Vorteile, es ist einfach simple, gut aussehende, Betriebssystem und iPhone und Smartphone, Android dagegen das offene, nicht geschlossene Betriebssystem, was für alles offen ist,
sucht euch aus, was ihr haben wollt. Zum Preis kann man sagen, also das iPhone ist grundlegend immer schon teurer. Es kommt doch daher, weil ganz andere Materialien für das Gerät verwendet wurden. Obwohl eigentlich der Startpreis genau gleich ist. Also ein Samsung Galaxy S4 kostet, wenn man es jetzt ganz neu kauft, genau gleich viel wie das iPhone. Das wird sich aber in der Zeit legen. Also mit der Zeit wird der Preis ziemlich absinken beim Samsung Galaxy S4. Im Endeffekt auch hat Vorteile, wenn ihr es kaufen wollt, dafür, wenn ihr es wieder verkaufen wollt, bekommt ihr wahrscheinlich nach 2-3 Jahren für Samsung Galaxy S wahrscheinlich gar nichts mehr und fürs iPhone wahrscheinlich noch 200-300 Euro. Kommt drauf an. Ja, im Endeffekt war es das von diesem Vergleich. Eure Meinung könnt ihr wie immer in die Kommentare schreiben. Das Voting läuft immer noch. Wenn ihr sagt, das iPhone ist besser, schreibt 5 Kommentare mit iPhone 5 in die Kommentare. Und wenn ihr sagt, nein, das Samsung Galaxy S4 besser, schreibt 5 Kommentare mit Samsung Galaxy S4 in die Kommentare. Dann können wir schauen, wer im Endeffekt gewinnt. Das war's von diesem Video. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne abonnieren und einen Daumen hoch geben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.